Jump. So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer kleinen Runde Battlestar Galactica Deadlock. Und wir spielen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. So circa vor 24 Stunden. Und jetzt, ja, es ist schon spät, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen müde wirke. Es ist ja auch schon 20 nach 12 in der Woche. Und naja. Wir werden uns heute nochmal hiermit beschäftigen. Mal sehen, ich bin gespannt, ich bin total hyped auf das Spiel. Normalerweise sollte man jetzt zu der Uhrzeit langsam sich mal ins Bett begeben, aber ich möchte unbedingt dieses Spiel weiterspielen, weil das hat mir so viel Spaß gemacht gestern. Und ja. Genau. Wir bauen jetzt hier erstmal. Schiffe zu bauen kostet Thylium und Zeit. Letzteres ist wahrscheinlich schrecklicher. Zwei Runden, die Manticore Corvette, Liste der Verfügbar, ne? Das ist das, 20 Lenkraketen, rechts oben, unten, ja, ja. Okay, Orades Reichweite, 6000 Meter, FTL Erholung, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Okay, aber Geschwindigkeit 180 Meter die Sekunde, Wendegeschwindigkeit 84 Grad, Größenklasse 2, Munitionsnachladegeschwindigkeit 4 Runden. Okay, das ist wahrscheinlich für die Lenkraketen hier. Der Manticore wird zwar hauptsächlich bei Überfallsangriffen und in Aufklärungsmissionen eingesetzt, kann aber auch als Flankenschutz in großen Angriffstruppen Angriff wirkungsvoll sein. Kann aber auch als Flankenschutz in großen Angriffsgruppen wirkungsvoll sein. So, jetzt habe ich es. Langstreckenraketen, Schächte. Sowie ein ungewöhnlicherweise nach Achtern ausgerichteter Turm machen ihn zu einem vierseitigen Kampfschiff. Okay, also ich habe jetzt 500 Flottenpunkte, Thylium 558. Achso, kostet der, ja. Thylium habe ich so viel, beschleunigen könnte ich das. Das mache ich aber natürlich nicht, dann bauen wir hier mal. We've got the Manticore hull underway, but let's push its fit out and training schedule forward. Nein, ich will das nicht. Der Bau von Einheiten kann beschleunigt werden, indem sie zusätzlich Thylium investieren. Ich will aber nicht. Kann ich das jetzt hier irgendwie lassen? Ich will den nicht. Toll. Jetzt haben wir schön viel Thylium verschwendet. Your brand new Manticore is awaiting your orders, Commander. Neue Einheiten erzeugen nach Fertigstellung ihre eigenen Flotten, die sich mit vorhandenen Flotten an derselben Position zusammengelegt werden können. Neue Einheiten erzeugen nach Feststellung ihrer eigenen Flotten mit anderen fahrenden Flotten. Ja. So. Achso. Sir, we suspect a satellite at Caprica Terminal may be the source of the Idris interference affecting our jump distance. I have the briefing packet ready. Okay. Ich darf immer noch nicht selbstständig irgendwas machen. Es ist immer noch alles hier im Tutorial-Modus. Das ist inakzeptabel. Inakzeptabel. Naja, gut. Lassen wir diese Schmach als kommandierender Offizier über uns ergehen, indem wir keine Entscheidung treffen dürfen. So, Kapitel 3, Datenstau. Our fleet relies heavily on the Idris network. It provides access to accurate real-time locations and trajectory data of interstellar objects. The network is vital to our jump calculations. Without Idris, we can't tell if there's going to be a planet-sized inconvenience at the end of an FTL jump. We believe the Cylons are behind the interference at the Idris network. And using the civilians at Caprica Terminal as a human shield. Caprica has granted us operational access to the terminal surrounds. Galactica is still MIA, so there will be no Battlestar to save the day if the Cylons do show up. To recap, we have to destroy every Cylon transmitter we find, restore the Idris relay, and jump back to Ragnar, all without causing a single civilian scratch. Just another day at the office, right, Commander? Missionsbesprechung. Idris-Störung auf Caprica Terminal untersuchen. Zusätzliche Infos. Solange eine Störung des Idris-Verstärkers vorliegt, kann die Daedalus
nicht mit einem einzelnen Sprung nach Ragnar zurückkehren. Caprica Terminal ist noch funktionstüchtig und weist eine dichte Zivilpräsenz auf. Vorsicht ist geboten. Okay, wir kriegen einen neuen Bauplan, plus das hier alles. Will ich alles nicht machen. Solange es das Netzwerk gestört ist, bleibt das Reisen zwischen den Helios-Systemen eingeschränkt. Ja. Als ob ich eine Wahl hätte in dem Spiel hier. Hallo. Sprung. Zum Bereitmachen der noch nicht erholten FTL-Triebwerke für alle Einheiten in einer Flottengruppe wird Thylium fällig. Solange es ist. Achso. Die Kosten für den Bereitmachen der FTL-Triebwerke steigen mit der Anzahl der Größe der Schiffe in einer Flotte. Zugleich sinken sie, je mehr Zeit eine Flotte für die Erholung ihrer FTL-Triebwerke erhält. Ja, ich habe ja keine. Ich habe ja keine Optionen. Oh, okay, okay. Okay, okay. Okay, wir müssen jetzt, die werden wahrscheinlich viel stärker sein als wir. Deswegen müssen wir jetzt, ich hätte jetzt auch überlegen können, die anzugreifen, aber so wie sich das vorhin von der Story her anhört, haben wir nicht die Option, wirklich Schaden zu machen. Deswegen wollen wir jetzt hier erstmal uns zurückziehen. So. Ach ja, jetzt dürfen wir das hier. Klicken Sie in der FTL-Eintrittsphase auf das Munitions- oder Geschwaderfeld einer Einheit, um Ihre Bewaffnung zu ändern. Okay. Ah, okay. Ich möchte erstmal eine Linie bilden. Sir, Caprica Terminal has been locked down and local forces are en route to our position. Readings indicate there's definitely a bogus transmitter in the area. Civilian lives are of value. Their property is not. Find and destroy any relay hijacked by the Cylons. You heard it, Commander. Go blow up somebody's satellite. Dafür bin ich ein bisschen überqualifiziert. Aber wir haben eben schon mal gesehen, was uns da eventuell belügen könnte. Nämlich da. Achso, nee, das ist. Achso, das sind unsere. Hups. Ich dachte hier, jetzt wollte ich die schon abschießen. Okay, also hier haben wir unsere Verbündeten. Kolonial. Caprica hat den Einsatz von zwei Fregatten der Adamant-Klasse bei den Untersuchungen von Caprica Terminal angeboten. Jo, nehmen wir doch mit, oder nicht? Mal ja, gucken. Also wir haben die zwei hier, wir haben da ein kolonialisch, aber noch keine Feinde hier im Sektor. Da ist ein Satellit. Das sind noch mehrere. So say we all. Keine Ahnung, was die hier können. Wir müssen uns die erstmal angucken. Admanant.
Links, rechts, 60. Okay, das hinten oben. Okay. Okay, die Dinger dürfen nicht frontal eingesetzt werden. Ich sehe schon. Oh Gott, was hat er denn hier an Bord? Viper hat er? Okay. Gib mir Informationen. Der hat einen links und einen rechts. Okay, das ist ein Breitseitenschiff. Alles klar. Das ist sowas von Breitseitenschiff. Wenn ich hier so gerade gehe, ne? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier groß machen soll. Was wird er hier beschossen? Ich vermute mal ganz stark. The satellite is destroyed. We can leave Helios Alpha, correct? Not quite yet, Admiral. Idris data is still compromised. I've got another candidate for the source of the interference, however. So, jetzt beschießen wir hier den Satelliten. Sehr gut. Noch einer. Noch zwei. Oh, na super. Sir, New Dreadus contacts. Terminal broadcast isn't expecting any arrivals, so we have to assume the jumpers are hostile. Interference is still in place and it seems to be getting stronger. Commander, I have identified two more satellites showing potential interference. Das sieht nicht gut aus für uns. Understood. So. Yes, sir. Obwohl, ne, den wieder, den Befehl wieder rufe ich mal. Understood. Okay, ich möchte mich eigentlich mit meiner anderen Flotte treffen. So. Gut.
Okay, der Satellit ist weg. So, jetzt starten wir die restlichen Jäger. Okay, dann werden wir auch noch die Raptor starten. Ansonsten werden wir jetzt eine Kehrtwende machen. Okay, so jetzt müssen wir gerade mal gucken hier. Also, die werden sich hoffentlich. Nee. Ich überlege gerade. So. 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 Währenddessen haben wir hier ein helles Chaos. Okay. Okay. Fighter Squadron is taking fire. IFF confirms unit is hostile. Missiles incoming. Okay, okay. Okay, wir brauchen einen neuen Plan. Okay, also. Ich möchte, dass ihr die hier bekämpft. Und ich möchte, dass ihr die hier bekämpft. Als allererstes, alter Vater, das ist ja schon ein bisschen komplexer. Euer Einsatz stimmt so. Ja, ihr sollt euch die da holen. So. Der wird hier gehackt, hat aber noch keinen Schaden genommen. So, dann feuern wir mal Lenkraketen ab und halten so gut wie möglich die Position. Geben ihm noch den Befehl, den hier zu feuern. Der hier braucht jetzt nicht unbedingt was Schlimmes.
So, Türme. Feuern darauf, bitte. Okay, eins haben wir komplett auseinandergenommen. So, zwei kämpfen jetzt hier gegen den, der kämpft gegen den. Seine Firewall ist durch. Und dann reparieren wir hier die Feuerkontrolle. Oh verdammt, das ist nicht gut. Okay, dann werden wir uns ihm da jetzt erstmal stellen mit dem hier. Wie viel hast du hier genommen? Oben, unten, oben hat er noch ein bisschen mehr, okay. Okay, das läuft soweit alles ganz gut. So, dann schießen wir hier auf das schwere Lenkraketen. Der rückt hier weiter vor. Der auch. Wo sind meine Raptor? Raider-Geschwader. Okay, die fliegen da durch. Nee, die kriegen neue Befehle. Ihr fliegt dahin. Okay, Zug beenden. Das hier kassiert. Okay, das hier kassiert böse. So, wie sieht's mit den Geschwadern aus? Wir haben hier noch ein paar okay. Das hat noch einen. Okay, dann. Kannst du, denke ich, mal hier auf die switchen? Der sollte das alleine machen. Der fliegt jetzt hier weiter. Ich bin ehrlich gesagt noch am Überlegen, kann der hier? Hinten haben wir noch ganz viel Panzerung, das heißt, wir drehen jetzt einfach den Rücken zu. Werden gezieltes Feuer dann auf ihn abbrechen. Wenn das dem hier geben. Ja, ich glaube, soweit ist gut. Dann ist unser Raptor-Geschwader auch gleich da und dann geht's ab. Jetzt sind sie da.
Jetzt gibt es hier auch noch Saures für ihn. So. Also ich muss jetzt hier mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Feuerkontrolle. Okay. Aber der kann ja nur schießen. Ach, okay, können sie nicht. Yes, sir. So, jetzt muss ich meine Geschwader hier anweisen. Ja. Okay, wir bursten das jetzt. Wenn wir hier auf Breitseite gehen. So, wir nehmen die Nemesis da jetzt auseinander. Okay, wir gehen an der Stelle mit den beiden Geschwadern hier ein bisschen defensiv. Der hier dreht um und wird erstmal den anderen hier aufhalten. Beschießt die hier mit Raketen. So. So, da kommen wir jetzt halt perfekt rein. So, jetzt beschießen wir nämlich hier noch von der Seite. Hinten sind da noch auf dem Weg. Das Raptor-Geschwader macht ihm hier, glaube ich, noch geändert. Was bringt das? Ach so. Die kämpfen jetzt hier gerade noch. Und eventuell erobern die das Schiff. Das wäre natürlich geil. So. Ich kann jetzt für jedes Schiff eine Wiederholung angucken. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen hier. So. Wir versuchen uns jetzt mit dem Schiff hier. Ja, genau darum zu kümmern. So. Das zerschießen wir jetzt hier gerade komplett. No joy, sir. Navigation data is still compromised. They must have control of the entire Idris system by now.
Not to mention we've destroyed more Caprican infrastructure in the last few minutes than the entire Cylon fleet could on a good day. We've wasted enough time. Commander, remove the Cylon threat from Caprica Terminal before any more lives are put at risk. Na super. Das darf jetzt nicht drauf gehen, ja. Geil. Okay. Okay, ich will, dass das Schacht, dass das Schiff sich dem da vorne stellt. So. Understood. So, dann möchte ich, dass der Rest der Staffeln wirklich nur dieses Ziel hier vornimmt. Okay, das kassiert jetzt hier übel, unser Schiff. Okay, der hier kassiert halt, aber das ist nicht so wild. Oh, die Raketen, sehe ich gerade, fliegen auch vorbei, wenn das Ziel nicht steht. Was damit? Yes, Commander. Yes, sir. Jo, das war's. Oder? Eins noch. Tschüss. Admiral Kane? Caprican and Quorum representatives are on the line. They want to know about Colonial Fleet's involvement at Caprica Terminal. Divert the calls to my office, Lieutenant. And get us out of Helios Alpha, Commander, before I am forced to ground the Daedalus for good.
Joa. Das war mal eine Schlacht, die hat auch meine Konzentration jetzt um 1 Uhr nachts gefördert. Gefordert auch, meine ich. So, unser erstes Schiff hier hat ordentlich Schaden gemacht. Und durch Kampfschiffe hat es 121 erlitten. Oder? Nee. Die Kampfschiffe, die kleinen, die haben 121 Schaden gemacht, was schon recht gut ist. Hier unten 64 Schaden. Ich gucke mal so ein bisschen durch. Der hat noch mehr Schaden gemacht. Gut, die Daedalus-Station 99 Schaden durch Schiffe. Ja. Gut, das war wieder hier das Schiff, was den Heck abbekommen hat. Ja, auch in Ordnung. Sehr gut. Hier, der war gut. Genauigkeit jetzt nicht, aber der Rest hat gepasst hier bei der Persis. So, wir gucken uns die Wiederholung an. Erstmal Satellit zerschießen. So, da kommen die Feinde. Man sieht deren Geschütze auch ganz nett. Der hat oben sowie seitlich auch Geschütze. Da haben sie die Jäger gestartet. Ah, so sehen deren Jäger also aus. Und zum Angriff geschickt. Entschuldigt. So, da gibt es die ersten Breitseiten. Die Nemesis-Klassen greifen auch an. So, jetzt kommen auch deren Stern hier ganz gefecht. Krass. Wie die kassiert hat, alter Vater. Die wurde echt gewone-shottet. Die hat aber auch ordentlich ab. Das Jägergefecht, ja. Das hätte ich gerne noch gesehen. Oder wie meine Raptor-Dinger angedockt sind. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, was das Ganze storymäßig angeht, weil man muss sich ja vorstellen, die ganze Flotte,
die wir jetzt haben, ist alles, was wir haben, komplett. Und die haben offensichtlich das, was unsere Flotte hat, in sehr, 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 sehr viel mehr Ausführung. Oh, entschuldigt. Ich werde gleich ins Bett gehen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, warum die nicht einfach alles auf einen Angriff setzen und dann uns platt machen. Commander, bevor wir venturing into the cold unknown, might I suggest we update our fleet a little? Nachricht. Die Mitglieder des Völkerrats interessieren sich dafür, was die Kolonialflotte mit dem Vorkommnissen bei Caprica Terminal zu tun hat. Tun wir halt alle. So, Baupläne. Of the colonies to turn raw materials and blueprints into a living, breathing crew aboard an operational ship. Luckily for you, Lucinda Kane is persuasive. Her recent display of force has provided us the requisitioning power needed for my Adamant class frigates. We may as well be well defended, whatever it is you're dragging us into. Okay. Zum Freischalten von Bauplänen benötigen Sie Finanzpunkte, die Sie für das Abschließen von Missionen erhalten. Okay, soweit klar. Munition, Geschwader, Battlestars, Großschiffe. Okay. So, die Adamant-Fregatte. Flottenpunkte 750, Baukosten 180, Bauzeit 3 Runden. Drahtesreichweite 5000 Meter, FTL-Erholung 3 Runden. Geschwindigkeit 128. Gut, man hat gemerkt, der ist schon ein bisschen langsamer, wenn die Geschwindigkeit 60 Grad ist auch ein bisschen langsam. Entschuldigung, es tut mir leid. Größenklasse Dreh, Munitionsnachschub in 4 Runden, gut, das Standard. Bewaffnung, leichter Turm an den Seiten, ja, das haben wir schon gesehen. Vorteil, keine. Nachteil, Gierwinkelkontrolle. Naja, das ist halt, dass wir nur seitlich schießen können, ne? Der Adamant wurde ein Jahrzehnt vor dem Krieg gegen die Zylonen von Synon Quade entworfen und hat sich als Kombination aus Träger und Kreuzer zu einem Eckpfeiler vieler kolonialer Flottengruppen entwickelt. Was dem Adamant an Geschwindigkeit fehlt, macht er durch seine beachtliche Präsenz und Feuerkraft auf dem Schlachtfeld wieder wett. Vorteil nahe keine, sage ich nur. So, kaufen wir mal. Schiffe der Adamant-Klasse vom Typ Fregatte können ab sofort in der Daedalus-Werft gebaut werden. Im weiteren Verlauf werden sie zusätzliche Baupläne freistellen können, wenn sie die Mission erfolgreich abschließen. Okay, wo steht denn da jetzt hier? Ach, ich. Da, ab sofort können sie in der Daedalus-Werft Fregatten der Adamant-Klasse bauen. Ja, schon klar. Beachten Sie den höheren Flottenpunktwert der Adamant-Klasse. Sobald das Schiff fertiggestellt ist, könnte es sein, dass Sie sich Ihre Flotte umgestalten müssen, um das Flottenpunktlimit nicht zu übersteigen. Wir haben noch genug frei, glaube ich. Das ist zum ersten Mal eine Entscheidung, die ich treffen darf? Okay, nee. Das Punktelimit jeder Flotte können Sie im Reiter Flotten Strategieindex sehen. Da schon mal. Die zylonische Präsenz im Helios Alpha wird sich weiter anwachsen. Es liegt an Ihnen, wie Sie die Daedalus am besten beschützen und zugleich die koloniale Flotte vergrößern. Ah. Okay. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Autonomie endlich mal. So, aber das bringt mir jetzt leider nichts, weil jetzt werde ich genau aufhören müssen zu spielen. Offiziere rekrutieren. Okay, das werde ich mir alles das nächste Mal gucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen. Euer Epoko zockt. Gute Nacht und tschüss.